Jeder Einzelne von uns weiß, dass der Islam die Wahrheit ist. Aber trotzdem stellen wir bei unseren Handlungen oft genau das Gegenteil fest. Unsere Handlungen sprechen dafür, dass der Islam eher nebensächlich ist. Wie ein Nebenjob, der ein Teil des Alltags ist, aber nicht der Fokus. Unseren Fokus setzen wir lieber auf Dinge, bei denen wir einen schnellen Nutzen sehen. Wie ein teures Auto zu haben, ein großes Haus zu besitzen oder die Welt zu bereisen. Es ist verständlich, dass man eher diese Dinge bevorzugt, weil sie einen materiellen und sofortigen Nutzen bringen, wie Spaß, Freude und Glücksgefühle. Aber wenn wir genauer hinschauen und tiefer darüber nachdenken, dann werden wir etwas ganz Bestimmtes sofort erkennen. Dass all diese Sachen vergänglich sind. Ihr kennt das bestimmt. Ihr kauft euch etwas Neues, wie ein Handy, und nach einigen Wochen oder Monaten ist dieses Gefühl des Glücks und der Freude, wie man es am Anfang hatte, nicht mehr da. Gegenüber jeder Sache, die man neu besitzt und sich anfangs sehr darüber freut, wird man irgendwann mit der Zeit abgestumpft. Anfangs war unsere Priorität dieses Handy, dieses Haus oder dieses Auto zu erlangen. Und als wir es geschafft hatten, unseren ersehnten Wunsch zu erfüllen, wurde es mit der Zeit zu etwas nahezu Wertlosem. Und genau das ist der versteckte Fluch dieser Dunja. Diese Dunja fordert uns dazu auf, sich in sie, ihren Schmuck und ihre Versuchungen zu verlieben, unseren Fokus auf sie zu setzen. Und am Ende erkennt man nicht, welche Gefahr man sich dadurch aussetzt. Wir opfern für diese Dunja. Wir opfern Zeit, Kraft und Geld. Und das nur für etwas, das uns nach ein paar Wochen oder Monaten wieder egal sein wird. Anstatt diesen Fluch zu erkennen, fallen wir immer wieder auf ihre Verlockung herein und setzen erneut unseren Fokus auf eines der Dinge, welche diese Dunja bietet. Ein wahrer Teufelskreis. Und deswegen wird auch nur derjenige, der den Islam zu seinem Fokus nahm und diesen Dien verinnerlichte, diesem Teufelskreis und diesem Fluch entkommen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen in seinem heiligen Buch an vielen Stellen des Korans davor warnte. So sagt er subhanahu wa ta'ala beispielsweise: Wisst, dass das diesseitige Leben nur Spiel und Zerstreuung ist, Schmuck und gegenseitige Prahlerei und Wettstreit nach noch mehr Besitz und Kindern. Es ist wie das Gleichnis von Regen, dessen Pflanzenwuchs den Ungläubigen gefällt. Hierauf aber trocknet er aus und da siehst du ihn gelb werden. Hierauf wird es zu zermalmtem Zeug. Im Jenseits aber gibt es strenge Strafe und auch Vergebung von Allah und Wohlgefallen. Und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Diesen Prozess, den Allah subhanahu wa ta'ala hier beschreibt, finden wir auch an vielen anderen Stellen des Korans. Er zeigt uns, wie vergänglich und bedeutungslos alles in diesem kurzen Leben ist. Derjenige, der vom Islam überzeugt ist und dessen Ziel Jannah ist, der weiß auch, was ihn dort erwarten wird. Im Gegensatz zur Dunya, wo jeder Genuss kurzzeitig ist, wird der Genuss in Jannah ewig sein. Nicht nur das ruhige Leben dort, sondern auch das durchgängige Glücksgefühl, die Genüsse ihrer Speisen und die Schätze, die dort auf einen warten.